Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auserwählte Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit dem mächtigen Lübeck. Schweden wird gerade angegriffen. Ich muss die Frage, ob wir Schweden dann auch angreifen wollen. Russland ist der Angreifer. Oh, Böhmen will nicht mehr mitmachen. Schulden immer noch. Ottos wollen nicht mitmachen. Auch noch Schulden. Dafür die Münster immerhin mitmachen. Wollen immer Gefallen haben, ne? Man will dem Osmanen gefallen. Okay. Russland will Militärzugang. I doubt it. Ich gebe hier niemandem Militärzugang. Hey, Schweden holt sich ein goldenes Zeitalter. Das finde ich gut. Wäre super, wenn die jetzt noch irgendwie ein bisschen Unterstützung bekämen von Preußen oder so, weil die Preußen halt einfach so super starke Truppen haben. So, dieser Moral-Grind, der war eigentlich ganz nice. Lass das mal kennen. Ihr braucht den Zugang gar nicht. Ihr gewinnt das auch so. Wir holen uns mal bitte übrigens hier einen Punkt Merkantilismus. Ja, und das reicht ja jetzt erstmal. Nein, hör auf, wir müssen jetzt gegen Utrecht kämpfen. Nee, das meine ich gerade gar nicht. Utrecht und Bosnien, okay. Warum nicht? Muss ich da was machen? Da steht er. Ich mach da nix. Da braucht er meine Hilfe nicht. Das schafft er auch alleine. Okay, nicht, wenn er mit seiner ganzen Armee da hinten stehen bleibt. Ja, ne, und jetzt hier wieder, ihr wisst ja, ich rage gerade so ein bisschen. Ich rage gerade so ein bisschen gegenüber der ganzen Reformationsmechanik. Wie will ich jetzt zum Beispiel halt hier gegen vorgehen? Ich müsste Schweden angreifen. Das ging ja jetzt relativ gut tatsächlich, ne? Das ging jetzt tatsächlich relativ gut hier. Weil die ja gerade jetzt mit Russland im Krieg sind, ne? Aber ich finde es irgendwie echt ein bisschen doof. Böhmen und Münster würden hier mitmachen, aber Kastilien auch. Der Kirchenstand auch. Das ist so ungut, das brauchen wir gar nicht. Ja, soll Tunesien mal hier noch ein bisschen machen. Das wird dann halt nichts mehr mit England. Ist halt so, sind die jetzt halt in der PU drin. Kann man überlegen, ob man dann Schottland jetzt halt auch mal irgendwann wegfrühstücken, ne? Weiß nicht. Wie viel machen wir Handelseinkommen? 78. Ja, läuft doch, ne? Die nehmen wir auch gerne mit. Ich wollte ja hier eben auch nicht Large spielen, ne? Ich wollte ja eher Tall spielen. Ja, mal abwarten hier, wie es weitergeht. Okay, noch 20.000 Rekrutenreserven, das ist ja noch relativ viel, ne? Ja, wir holen uns alles an Truppen, was irgendwie geht. Auf jeden Fall nicht, das ist auf jeden Fall mal auch nicht. Wir können noch Festungen aufwerten. Und zwar würde ich gerne die aufwerten und gerne die in der Hauptstadt. Das reicht mir jetzt auch erstmal schon. Die anderen, die können auf einem niedrigen Level bleiben. Das ist nicht so wild. Die müssen nur ein bisschen die gegnerischen Truppen aufhalten. Globaler Handel ist da. Oh Gott, wir kriegen den globalen Handel, Kinder. Wupp, wupp, wupp. Okay.
Yeah, wir sind globale Händler, ihr Penner. Disziplinbonus ist da. Okay, nice, nice, nice. Neue Richtlinie. Kampfstärke Artiplus 10, die ist für lau, ne? Mach mal, die kostet ja nix, ne? So, und hier bekämen wir noch eine für lau. Frei beutern wollen wir ja gar nicht so. Nehmen wir die Zölle mit. Würde ich das Briefmarkengesetz? Das heißt, wir kriegen hier einen 25% Bonus drauf. Das bringt nicht wirklich viel mehr, ne? So, okay. Nummer 1 ist raus. Das war Bosnien, interessanterweise. Stopp. Da gibt's einen neuen, okay. Ja, mach das mal weg. Twerkt immer noch fleißig weiter. Ich frage mich gerade, ob wir nochmal die Weltumsegelung versuchen sollen, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Institutionverbreitung war erlaubt, brauchen wir nicht. Prestige vielleicht? Oder Kriegspunkt kosten andere Religionen? Ja, diese Erlasse, die bringen nichts. Die ganzen, die Reformationszentren, die konvertieren euch trotzdem so schnell. Da guckt ihr einfach nur dumm aus der Wäsche. Ich würde sagen, wir nehmen, wir nehmen noch das Prestige mit, dass wir da dauermäßig auf einem hohen Niveau sind, ne? Ich nehme die Kohle. Okay. Also behalten wir ihn, er hat minus 10 auf Steuereinnahmen, das ist mir aber ehrlich gesagt ziemlich egal. Sagen wir, behalten den. KI bekommt auch kaum Boni beim Kolonialisieren, ne? Beim Kolonisieren. Immer nach Döck. Okay, das scheint echt ein bisschen weh zu tun, gerade was er da veranstaltet. Das ist echt geil, ne? Schaut mal, der stellt sich einfach mit allen seinen Jungen in die Ecke und schmollt, ne? Ding jetzt. Ach, ich habe den globalen Handel ausgelöst. Ich muss ihn aber erstmal selber noch bei mir fördern. Jo, da habe ich nicht so eilig. Ne? Ah, okay, das war's. Gut. Jetzt mal nach Wolgas, dann kannst du da noch ein bisschen trainieren gehen. Ich gebe momentan jetzt nicht so viel Kohle aus, ich lege es darauf an, die Ottos irgendwann mal zu entschulden. Wir feiern Jubiläum übrigens des Religionskrieges. Und wir können noch 13 Regimenter zusammenbasteln. Müssen wir auch mal machen. Tja, Schweden, ich glaube, das war's gleich mit dir. Da würde Böhmen nun nicht mal mitmachen aufgrund der Schulden. Das Doofe ist aber, die Ottos machen halt nicht mit, ne?
Minus 160. 6 Punkte immerhin. Wie lange dauert es jetzt noch? 16:02 kriege ich den nächsten. Cool. Ein 50 Punkte Merkantilismus, wup wup. Vorne mal die Küste dicht, dass sich da nicht noch mehr Lurche rein verirren. Und ich sage. Aber warte mal. Wo kolonisiert Schottland jetzt überall? Die kolonisieren hier unten, ne? Ja, komm, Schottland dürft ihr machen, ist okay. Die würden alle mitmachen. Guckt euch das mal an. Sehr witzig. Wer ist noch mit dir verbündet? Estland. Ah, die sind schon im Separatfrieden rausgefressen worden. Jo, der ist billig, den nehme ich. Ja, für Prestige wohl nicht. Ja, wir nehmen den Kardinalminister, klar. Alter, das ist ja krass, ne? Der kostet nur 7. Einen Theologen, den brauche ich jetzt gerade nicht. Ich brauche keine Admin-Macht. Danke. Ich weiß, es ist voll dekadent und alles, aber ja. Ihr wisst ja, ihr kennt ja meinen Plan, ne? Viel zu viele Truppen. Jausa. Ist zwar besetzt, aber die hören trotzdem nicht auf, weiter zu reformieren, ne?
Ich glaube, wir sind bei 47, ne? Genau, okay, perfekt. Händler verlässt unseren Hof. Händler erhält minus 15 Einfluss für die Korruption. Oder vielleicht drei republikanische... Okay, gut. Na, dann. Dann bumsen wir uns die einmal nochmal hoch. Regimenter. Ja, machen wir ruhig so, ne? Verschleiß hat er? 2,5? Nicht schlecht für 130 Mann. Westerbotten, Österbotten, Toku, Nyland, Tavaschland, Viborg, Savolax, Rovaniemi, Birkaland, Inari, Kjanaland und Finnmark an Russland ab. Bitter. Oh. Schweden ist nicht länger ein gültiger Rivale. Hm. 100 Punkte Vertrauen, das ist schon mal brauchbar. Will ich noch eine Weltumsegelung machen? Ich weiß nicht. Die Autos haben sich um Tunesien gekümmert. Das ist natürlich krank. Spitzen bei uns. 100 Diplomacht. Oh, in 3 Jahren kriege ich erst den nächsten Punkt. Oh Mann, ey. Ey, wobei wir hatten auch gerade erst Januar, ne? Aber trotzdem. Sorry. Er kann nicht mehr twerken? Okay, krass. Okay.
Also muss man das mal gerade sagen, der ist aber hier, der globale Handel, ne? Okay, breitet sich hier aus, alles klar. Ja, wir haben keine Eile. Bauen wir nochmal 15 Handelsschiffe, hä? So. Gut. Händler sind immer noch an der Macht, das ist auch gut so. Ist halt so blöd, dass du hier nichts umleiten kannst, ne? Mach mal Novgorod. Ja, mach zwei Kröten mehr, ist doch ganz okay. Truppenlimit überschritten kostet mich 2 Dukaten. Das ist teuer. Alter, was kostet 170 für plus 1? Das ist aber auch assi. Den Böhmen muss ich auch noch entschulden.
Komm, wir verbessern mal die Beziehungen von Schweden. Vielleicht könnten wir die Schweden sogar noch als mögliche Verbündete hier kriegen. Russland gewinnt an Macht in einem der Umschlagplätze. Dann gewinnen die mal an Macht. Wir gucken mal gerade. Was macht... Okay, gut. Also offenbar haben sie nicht so viel an Macht gewonnen, wie ich jetzt erwartet hätte. Papst hat Böhmen exkommuniziert, Alter. Die, also Böhmen sind echt arme Schweine, ne? Ja, das Obskurantismus-Event ist auch so unnötig wie Bauchweh. Alter, alle 4 Jahre nur. Das ist so bitter. Das ist auch so bitter. Überlegt euch mal. Wir brauchen jetzt noch, wir müssen jetzt noch 12 Jahre, muss ich jetzt hier auf dem Bildschirm glotzen. Die sind mit Polen-Litauen verbündet. Deren Unabhängigkeit wird jetzt von den Ottos garantiert. Aha. Okay, gut. Im nächsten Teil geht's weiter. Bis dahin, macht's gut und Pax vobiscum valete.